Guten Abend. Klaus Fuchs war ein deutscher Kernphysiker, der am US-Atombombenprogramm mitarbeitete und die Pläne dafür dann heimlich an die Russen verjubelte, weil er dachte, dass wenn beide Seiten die Bombe haben, keiner so doof sein würde, sie auch zu benutzen. Leider war er aber so doof, sich von den Briten erwischen zu lassen und wurde zu 14 knackigen Jahren Knast verdonnert. Ich weiß, das klingt verwirrend, aber uns interessiert sowieso nur, dass bei der Enttarnung von Fuchs erstmals ein Polygraph benutzt wurde, besser bekannt als Lügendetektor. Ich bin kein Sowjetspion. Sie können sich die Arbeit sparen. Reine Vorsichtsmaßnahme. Keine Sorge. Bereit? Gut. Frage 1. Lautet Ihr Name Klaus Fuchs? Ja. Stimmt. Wunderbar. Frage 2. Regnet es gerade draußen? Ja, ich glaube schon. Stimmt ebenfalls. War jetzt aber auch nicht besonders schwierig. Hier regnet es schließlich fast immer, ne? Frage 3. Haben Sie sich schon mal einen lebenden Hamster in den Rektaltrakt geschoben? Was? Nein, natürlich nicht. Stimmt ebenfalls. Sehr tierlieb von Ihnen. Frage 4. Lügen Sie gerne? Nein. Oh, das war gelogen. Dann hätte er ja quasi die Wahrheit gesagt. Denn auf die Frage, lügen Sie gerne, mit Ja zu antworten, obwohl man eigentlich gar nicht gerne lügt, das wäre ja in dem Fall praktisch eine Lüge gewesen. Nicht wahr? Frage 5. Antworten Sie bitte das Gegenteil von dem, was Sie gerade denken. War die Antwort auf Frage 4 gelogen? Ja. Okay, prima. Das war jetzt ebenfalls gelogen. Sprich, Sie dachten nicht das Gegenteil von ja, sondern tatsächlich ja. Heißt, die Antwort auf Frage 4 war in der Tat gelogen. Sie lügen also in Wahrheit. Doch nicht gerne, da die Frage eben ja gerade als falsch ausgewiesen wurde. Wie, was, ich, Ist doch ganz logisch. Pass mal auf, wird gleich da. Frage 6. Wäre die Antwort auf Frage 5 keine Lüge gewesen. Wie hätte dann die Antwort auf Frage 4 gelautet, wenn Sie genau das Gegenteil von dem gedacht hätten, was Sie gesagt haben? Paris 1793. Die Anhänger des Revolutionärs Robespierre, die Jakobiner, haben in Frankreich ein Terrorregime errichtet. Das Symbol ihrer Schreckensherrschaft ist ihre wahrlich furchterregende Kopfbedeckung. Wir müssen die Gegner der Republik vernichten, bevor sie unseren Gesellschaftsvertrag gefährden. Beantwortet das eure Frage, Franz? Nein, Robespierre, denn meine Frage lautete, warum müssen wir diese albernen Mützen tragen? Oh, fangt ihr schon wieder mit den Mützen an? Ja, weil die fürchterlich aussehen. Außerdem kratzen die furchtbar. Ihr als Frau solltet froh sein, überhaupt bei uns mitmachen zu dürfen. Jetzt lenkt man nicht ab. Wir machen uns komplett lächerlich mit den Dingern. Aber ich habe die Symbolik doch schon 1000 Mal erklärt. Diese phrygischen Mützen trugen im alten Griechenland die befreiten Sklaven und sie sind deswegen auch ein Zeichen unserer Befreiung von der Monarchie. Ja, ist historisch aber nicht ganz korrekt. Ich habe da mal nachgeforscht. Die Griechen, die hatten nur einfache Filzkappen. Ja, und selbst die sahen nicht so scheiße aus wie unsere. Leute, es gibt momentan wirklich wichtigere Dinge für uns als die bescheuerten Mützen. Ha, jetzt gebt ihr also zu, dass die bescheuert sind. Ich gebe überhaupt nichts zu. Ich muss ein Land regieren, das politisch zu zerreißen droht. Ja, Stichwort Reißfestigkeit. Ich habe die Mütze neulich mal unter Wasser gehalten, ja? Verdammt noch mal! Wenn euch die Mützen so stören, dann schlagt doch einfach bessere vor. Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass ihr so etwas sagt, Robespierre, denn unser lieber Michel hier hat tatsächlich schon etwas vorbereitet. Ich war ja immerhin Schneider, bevor ich revolutionär wurde. Wie gefällt euch zum Beispiel dieses Modell? Ehrfurchtgebietend, Revolution verdeutlichend, irgendwie und Schutz vor zu starker Sonne. Und das ist jetzt besser mit den blöden Bömmeln da. Finde ich jetzt auch nicht so klasse. Ja, ist ja kein Problem. Wir haben ja noch andere Vorschläge. Das hier? Nein. Wie wär's damit? Ich dachte mir, wenn wir mal zu wenige sind, als Applausunterstützung. Nee. Dann so. Da sind wir auf der sicheren Seite. Nicht gut. Zu viel versprochen. Also das sieht ja nur wirklich überhaupt nicht bedrohlich aus. Warum brauchen wir denn überhaupt... Ich sage, lasst uns weiter unsere Jakobinermützen tragen. Dazu unsere furchterregende Revolutionshymne.
Und wir werden Ehrfurcht, Angst und Schrecken in jeden Winkel der Stadt tragen. Wer singt mit mir? Ja! Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines. Na gut, Leute, Spaß muss sein, aber ich muss sagen, das ist mir jetzt hier wirklich ein bisschen zu albern. Was mich interessieren würde, wie läuft es eigentlich beim Verhör von Klaus Fuchs? Frage 37. Angenommen, Sie hätten einen Bruder, der ein notorischer Lügner ist. Was würde er antworten, wenn ich ihn fragen würde, ob sein Bruder, also Sie, dazu neigt, die Unwahrheit zu sagen? Warum fragen Sie mich nicht einfach, ob ich für die Sowjets spioniere? Langsam, langsam. Das ist erst Frage 141. Also, ich weiß es nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Gut. Dann stellen wir Frage 37 zurück. Frage 38. Antworten Sie bitte das Gegenteil von dem, was Sie auf Frage 23 geantwortet haben. Finden Sie mich attraktiv? Was? Und während sich Klaus Fuchs wünscht, er wäre doch lieber Staubsaugervertreter geworden, leuchtet über ihm friedlich der Mond. Allerdings ist bald Essig mit dem Frieden, denn im Jahr 1969 besteigen Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins, mal ausnahmsweise nicht irgendwelche NASA-Groupies, sondern eine Saturn-5-Rakete, in der sie umgehend in die Mondumlaufbahn geschossen werden. Und als Neil Armstrong das erste Mal seinen Fuß auf die Mondoberfläche setzt, sagt er einen Satz, der sich ins kollektive Gedächtnis der Menschheit fressen wird. Allerdings nicht beim ersten Versuch, wie diese jetzt aufgetauchten Aufnahmen beweisen, die die NASA jahrzehntelang unter Verschluss hielt. Ich betrete die Oberfläche. Scheiße ist das Grau hier. Neil, scheiße ist das Grau hier. Haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht vom Hocker. Lass normal machen. Aha. Okay, ich nehme auf. Ich betrete die Oberfläche. Ui! Da denn los? Sorry. Ich komm grad nochmal. Ja, Neil, die Fußspuren. Ja. Okay. Ich sah nur Augen auf bei der Berufswahl. Meine Mutter hat noch gesagt, ich soll Rechtsanwalt werden. Na, scheiße, ja. Dank dir, Neil. Vielleicht machst du mal was mit mehr Pathos. Kommt. Ich betrete die Oberfläche. Und sie ist weich. Unglaublich weich. Sie ist sogar weicher als die riesigen weichen Titten der schwarzen Nutten im Hafen von... Cut! Was? Ja, diese Astronauten waren schon verdammte Teufelskerle. Allerdings einen verdammten Teufelskerl gab es bereits im 16. Jahrhundert. And now, Shakespeare, The Lost Years. Niemand weiß genau, was William Shakespeare zwischen 1584 und 1592 genau gemacht hat. Die Literaturforschung geht aber ganz stark davon aus, dass er sich die Zeit schon irgendwie vertrieben hat. Zum Beispiel als Ausrufer. So verschmäht nicht meine gute Kunde, edle Bürger, dass zwei Sündenmänner von des Königs Gnaden, die das Schicksal, das diese niedere Welt und was darinnen als tolles Werkzeug braucht, denn niemals hatten wir anheimgestellt, nicht wahr noch tugendhaft, sich's eigene Ränzlein. Ey, wir verstehen kein Wort, du Arschloch. Ja. Genau. Ich sagte, so verschmäht nicht meine gute Kunde, edle Bürger, dass zwei Sündenmänner von des Königs Gnaden... Sag mal, bist du aus einer Anstalt entlaufen? Das wäre so, dass du doch eben schon verzapft. Erzähl uns doch mal lieber von den beiden adeligen Betrügern, die morgen hingerichtet werden sollen. Ja, ihr lieben Leute, mit eben jener Nachricht will dieser gottergebene Troubadour doch euer edles Ohr begrenzen. Begrenzt meinen Arsch, du Schwuppe. Lies gefälligst was vor, das auch Sinn macht. Also gut, hier
Auf Windsors Schloss streut Schicksalsglück in alle heiligen Räume, weil dort der Herzogin in Wirklichkeit hier gesund und unversehrt ein drollig Kind. Oh, der Typ macht einen ja wahnsinnig. Sag uns einfach, wie morgen das Wetter wird, du aufgeblasen. Morgen scheint die Sonne. Unseres Missvergnügens traurig auf den fleißigen Himmel zu Poseidon, wenn eine Flut durch Wolken stürme, reicher Mühe. So, jetzt reicht's! Aber ich bin William Shakespeare! Und ich bin Poseidon und polier dir jetzt die Fresse! Ja, schlag zu! Herrlich. Aber wie sieht's denn gerade bei Armstrong auf dem Mond aus? Mach mal irgendwas Kurzes, Knackiges. Ich habe einen Traum. Neil, das hat's schon gegeben. Mond, da weiß man, was man hat. Nee. Apollo verleiht Flügel? Nein, auch nicht. Mond, so muss Raumfahrt. Nein. Mond, quadratisch, praktisch, gut. Neil, komm, wir haben nicht mehr viel Band, mach was. Ich betrete die Oberfläche und, nee, scheiße, jetzt muss ich dermaßen pissen. Cut! Oh. Hier, das ist echt widerlich. Wieso denn widerlich? Das ist eine Sensation. Ich bin der erste Mensch, der auf dem Mond pisst. Also von hier aus sieht es so aus, als würdest du dir einfach in deinen Anzug schippen. Also eins mal vorab, ja, dass in die Anzüge uriniert wurde, das war ganz normal. Das haben Waldron und Collins auch gemacht. Ja. Und zwar im Gegensatz zu mir nicht nur klein, wenn Sie verstehen, was ich meine. Geht's Ihnen nicht gut? Frage 121. Stellen Sie sich vor, Ihr Name wäre Gesine Pappschnabel und Sie wären ein Golden Retriever-Welpe, der zu notorischem Lügen neigt, wobei einmal bellen ja und zweimal bellen nein bedeutet. Wie oft würden Sie bellen, wenn Ihr Bruder Sie fragen würde, ob Sie bei Frage 21 das Gegenteil von dem gesagt haben, was Sie als Antwort auf Frage 74 Schluss! Haben? Hören Sie auf, ich gebe alles zu! Bitte? Ja, ich spioniere für die Sowjets. Und ich habe die US-Atombombengeheimpläne an den KGB weitergeleitet. Das war alles ich. Tut mir leid, aber das entspricht nicht der Wahrheit. Es entspricht nicht... Leider nein. Und ehrlich gesagt, es hätte mich auch gewundert. Wir haben mit 97%iger Wahrscheinlichkeit festgestellt, dass Sie eigentlich Gesine Pappschnabel heißen, ein Golden Retriever-Welpe sind und heimlich romantische Gefühle für mich hegen. Hätte mich auch gewundert, was die Sowjets mit Ihnen anstellen wollen. Stimmen Sie mir zu? Habe ich mir gedacht. Sie können gehen. Aber lassen Sie vorsichtshalber Ihre Nummer am Empfang zurück. Vielleicht können wir uns mal privat treffen. Cheerio. Ja, tolle Sache, so ein Polygraph. Dieser verdrossen wirkende Herr heißt Pierre und arbeitet 1314 am Hof von Louis X. als Hofnarr. Ein Job, um den man ihn wirklich nicht beneiden kann. Aber urteilen Sie selbst. Ah, da ist er, mein Meister der humoresken Wortkapriolen. Was ist denn schon wieder, du aufgedunsene Pissnelke? Habt ihr das gehört? Pissnelke. Pierre, mit Wörtern seid ihr einfach unvergleichlich. Aber sag mir, Pierre, beherrscht ihr auch die allerneueste Narretei? Na? Diese neue Art der Komik aus Angelsachsen, die angeblich ganz ohne Worte auskommt? Dort nennt man es Slapstick. Oh, mein König, ihr habt einen Fleck auf eurer königlichen Bluse. Was? Wo? Ah! Ups. Das war jetzt schon Slapstick, stimmt's? Großartig, Pierre. Oh, mein König, jetzt habt ihr in der Aufregung euer königliches Taschentuch fallen gelassen. Dort hinter euch. Ja? Aber wo ist es denn? Wie
wieder ein Körperscherz, stimmt's? Ist das komisch. So, genug für heute, du Schwachkopf. Deine am wenigsten hässliche Tochter wartet in ihren Gemächern auf mich. Was? Schon Schluss? Wartet, Pierre. Gib mir noch eine Zugabe. Ich möchte... Ja! Oh, wie das schmerzt. Aber Augenblick, das wart ja ihr. Mit der Bananenschale. Das ist ja unglaublich. Und hier die gewünschte Zugabe, eure Dumpfbackigkeit. Ebenfalls ganz neu aus England. Ich kann nicht mehr. Mein Zwerchfell platzt. Wenn ich mich nur sehen könnte. All die Sahne. Ach, halt doch die Fresse. Nach Bekanntwerden der Vernichtung der 6. Armee bei Stalingrad war die Stimmung in Good Old Germania, ich sag mal, angeknackst. Reichspropagandaminister Josef Goebbels hatte damals die schwierige Aufgabe, die Deutschen wieder aufzumuntern. Und das mit allen Mitteln. Guten Abend! Aufgepasst und hingeschaut! Dieses hier ist ein ganz normales, nach deutscher Norm hergestelltes Kartenspiel. 32 Blatt stark an der Zahl. Ich werde dieses Kartenspiel jetzt mischen. So, ich werde jetzt eine Karte herausziehen, ohne sie mir anzugucken. Merken! Jetzt stecke ich diese Karte wieder in den Stapel zurück. Und mische! Die Spannung steigt! Was ist diese hier? Nein? Oder? Was ist diese Karte hier? Auch nicht, dann war es diese hier. Wollt ihr den totalen Krieg? Ganz ehrlich, manchmal machen wir in unserer kleinen historischen Wissenschaftsshow gewisse Konzessionen an den Zeitgeist. Die Wikinger zum Beispiel hatten in Wahrheit ganz frech stufig geschnittene Frisuren und keine wilden langen Zauselmähen, wie wir es hier manchmal gezeigt haben. Im Fall von Martin Luther und seinen berühmten 95 Thesen gegen den Ablasshandel der katholischen Kirche verbürgen wir uns jedoch für die historische Korrektheit der hier gezeigten Abläufe. Manchmal, was wollte mir Gott eigentlich mit diesem Wetter genau mitteilen? Dass ich einen Sturm auslösen würde, der mit der Macht eines Erdbebens über die Welt des katholisch-christlichen Abendlandes hinwegfegen würde? Oder dass diese Kutten, wenn sie nass werden, riechen wie Oma unterm Rock?
drauf hast! Es hieß ja später immer wieder, dass ich in der Französischen Revolution als Idealist angefangen hätte und dann zu einem brutalen Fanatiker geworden wäre. Aber Entschuldigung, wo war ich denn bitte brutal? Gut, ich meine, wenn es jetzt schon als brutal gilt, wenn man hin und wieder mal Leute, die einem unbequem werden, auf die Guillotine schickt, dann erwischt. Dann war ich brutal. Aber auch nur dann. Okay, um jetzt ein für alle Mal mit diesem blöden Gerücht aufzuräumen, dass angeblich die komplette Mondlandung in einem Hollywood-Studio gedreht wurde. Also völliger Quatsch. Wir sind dafür extra 12 Stunden in die Wüste von Nevada rausgefahren, wo alles im Maßstab 1:1 originalgetreu nachgebaut war. Ich werde ja oft gefragt, ob mich mein Erfolg als Reformator des Glaubens und Begründer der evangelischen Kirche menschlich verändert hat. Aber ich denke, das kann ich verneinen. Ich war eigentlich von jeher ein bescheidener Mensch und das bin ich auch geblieben. Es sei denn, einige Neider wollen meine Ferienhäuser an der französischen Riviera als Luxus auslegen oder meinen Kokainkonsum und meine wechselnden Damenbekanntschaften als Promi-Marotte. Solche Arschgeigen gibt's immer, die können mich mal kreuzweise. Ich habe mich nicht verändert. Das war's.